Wir sind auf dem Sportplatz Flüeli hier in Winterthur. Hinter uns sind gerade 62 Kids am Trainieren am Fußballcamp, das von der TSE Trendsport Travel organisiert wird. Bei mir ist jetzt der André Corniolet, er ist Campleiter. Da, Herr Corniolet, was macht das Camp aus? Was kann man da erleben? Also das ist so, das sind wie gesagt 62 Kids, Mädchen und Buben. Und wir wollen eigentlich die 5 Tage, wo wir da sind, wir wollen Spass mit dem Ball vermitteln. Wie läuft denn so ein Camp ab? Was wird da genau gemacht? Also wir treffen uns jeweils am Morgen um 10 Uhr. Dann fangen wir um 10 Uhr an, trainieren bis um 11:45 Uhr. Dann gibt es ein Mittagessen, um 1 Uhr fahren wir weiter. Trainieren eine Stunde und um 2 gibt es eine Früchtepause. Und dann ist noch mal eine Viertelstunde Training und um 14:45 schließen wir den Tag ab und um 15:30 werden die Kinder wieder geholt von den Eltern, Großeltern oder von den Begleitpersonen. Wie oft und wo findet dann auch mit den Camps sonst noch statt? Also TST organisiert jetzt in diesem Jahr bei 6 bis 8 Camps in der deutschen Schweiz. Und wir haben angefangen, dieses Jahr in der Frühlingsferien sind wir im Fürstentum Liechtenstein, in Ruggell. Und haben dort ein Camp gehabt. Zweimal Oster hatten wir. Wir sind dann noch in Eck. Und jetzt sind wir hier in Winterthur auch. Bei mir ist jetzt der Basri. Er ist Trainer beim Fußballcamp. Wie lange macht es das schon, Trainer zu sein? Also seit sicher 45 Jahren bin ich mit dem Jugend beschäftigt. Was machen denn die Kinder da am liebsten im Camp? Am liebsten, die wollen immer shooten. Das ist komisch. Also springen wollen sie auch. Manchmal möchten sie wirklich ein Straf. Straf heißt eine Runde umrennen. Ich mache nicht gerne mit diesem Wetter, aber die wollen. Manchmal sage ich ja, okay, frei. Dann gehen sie, rennen sie, kommen sie wieder. Jetzt sind wir fit, jetzt können wir wieder weiter trainieren. Das freut mich unheimlich. Ja, was macht dir am meisten Spass hier im Camp? Dass ich Sachen lerne. Was hast du denn gelernt? Das Austrippeln besser und im Goal. Ich bin einfach ein bisschen besser geworden. Was ist für dich ein Highlight hier im Camp? Also alles eigentlich. Ich mag das Essen. Also heute Mittag gab es Nudeln mit Gehacktem und ich hatte keinen Hunger mehr. Aber ich habe trotzdem noch geholt, es war so lecker. Und ich freue mich jeden Tag wieder aufs Essen. Das ist so ein richtiges Highlight. Mehr aufs Essen als aufs Fußballspielen? Nein. Fußballspielen freue ich mich mehr. Das war es hier aus dem Fußballcamp in Winti. Das nächste ist dann Mitte August in Eck und im Oktober in Oster. Und ihr, sind ihr bereit? Ja! Jetzt nochmal!